Ciao Leute, das ist hier die Frage, studieren oder nicht studieren? Die bessere Frage wäre, wann soll ich studieren? Ich kriege mehrere E-Mails von Leuten, die mir die Frage stellen, ungefähr, wie kann ich Trading lernen? Wo kann ich studieren? Aber normalerweise kommen diese Fragen zusammen mit die Erklärung, warum sie das wissen wollen. Und die Erklärung normalerweise läutet wie, ich habe sehr viel Geld verloren und ich will jetzt lernen, entweder wie ich das Geld zurückkriege oder wie ich in der Zukunft solche Verluste vermeiden kann. Und wenn ich heute herkomme und sage, ich habe ein neues Fahrzeug gekauft, ich war hier auf der Bahn und bin sofort gerade auf einem Baum gefahren. Dann würdest du fragen, oh, was ist da passiert? Ich weiß nicht, also, vermutlich muss ich noch ein bisschen meinen Fahrschein erhalten und etwas mehr lernen, weil ich soweit ohne Fahrschein gefahren bin und das ist vielleicht nicht die beste Wahl. Dann würdest du sagen, du bist ein Idiot, du bist doof oder sowas, das wäre normal. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, und bei mir ist das normal, wenn Sie zum Beispiel ein neues Handy kaufen oder so, dann starten Sie sofort mit dem Setup, ohne die Instruktionen, die in der Schachtel stattfinden, zu lesen. Und die Instructions, sagen Sie auf Englisch, das kommt auf Deutsch nicht raus, die sind auch heute ganz gering. Die Leute wissen sie, dass sie das nicht lesen würden. Dann sagen sie, das ist eine Quick Guide. Und dann, wenn sie etwas mehr wissen wollen, dann können sie unsere Webseite besuchen. Dort können sie also die PDF runterladen und so weiter. Also die wissen schon, dass niemand oder fast niemand das lesen wird und wird sofort mit dem Handy spielen. Und nicht nur mit dem Handy, auch andere Geräte. Und mit dem Try and Go wird da etwas rausbasteln. Das Problem ist, dass wir oft auch im Trading sowas tun. Und das ist gefährlich. Wir machen das so, weil wir das Gefühl haben, dass es wie ein Mobile Phone ist oder sowas Einfaches. Mobile Phone, Online-Plattform, alles gleich, alles egal. Das ist leider nicht so. Also, nochmal, Sie müssen studieren. Sie müssen lernen, ausbilden und genug Erfahrung haben, bevor Sie starten zu handeln. Wo? Da würde Sie sagen, ja, aber wo gehe ich hin? Ich empfehle als Mentor jemanden zu suchen, der gezeigt hat, dass er das machen kann, dass er auch gezeigt hat, dass er das lehren kann. Ich meine, dass er ein guter Lehrer ist, dass er das Material weiterbringen kann und mit Material, was maßbar ist. Jetzt sagen Sie, okay, das bist ja du, das bist du, André Unger. Ja, das bin ich. Aber gehen Sie nicht zu André Unger. André Unger muss nicht in der Wahl sein. Aber trotzdem suchen Sie jemanden, der sowas weiß. Ja, ich habe das gezeigt. Ich habe Weltmeisterschaft 4-mal gewonnen. Ich habe auch gezeigt, dass ich das irgendwie weiterbringen kann, weil es meine Studenten haben ja auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Und andere hatten sowieso Erfolg im Trading. Und als automatisierter Handel ist natürlich, sind die Inhalte alle maßbar und ziemlich klar, meine ich. Also die Stufen sind klar zu lernen. Und man kann langsam alles zusammenbauen, ohne zu sagen, ja, Psychologie, ja, du und du. Nein, das ist alles so ABC auf dem Tisch. Aber trotzdem, es ist nicht wichtig, ob André Unger die Wahl ist. Es ist wichtig, jemanden zu finden, der Ahnung hat. Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist. Ich habe einen Freund hier in Italien und der hat mir mal gesagt, guck mal, ich habe diese Schulung bei bla 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 getan. Da habe ich sofort gesagt, oh je, bei dem, der kann doch nicht handeln. Wo warst denn du? Der sagte, ja, heute weiß ich auch, dass er nicht handeln kann, aber er schult nur. Aber trotzdem bin ich zufrieden, weil ich von ihm eine gute Basis gelernt habe und auf dieser Basis habe ich dann alles, was next kam, aufgebaut.
Also auch von Leuten, die keine echten Händler sind, kann man trotzdem was lernen, wenn man studiert und wenn man die richtige Info rauszieht. Ja, bei einem Händler ist es natürlich besser, aber trotzdem ist nicht unbedingt alles aus dem Fenster geschmissen. Es ist immer besser, als das Geld direkt auf den Markt zu schmeißen. Es ist so, Sie müssen aber keinen trauen, der einfache Gewinne verspricht. Jene Leute sind gefährlich, weil die einfachen Gewinne, Riesengewinne oder so, die kommen ohne Risikokontrolle nicht. Und als erste Lektion sollte immer sein, du musst dein Risiko kontrollieren. Und das allein würde schon Bücher und Bücher füllen, weil es so viel gibt, um Risiko zu kontrollieren. Aber trotzdem, passen Sie auf, wenn jemand kommt und sagt, mit meiner Methode machst du 100% am Monat, der sicher muss wegbleiben, weil der ist gefährlich. Und Ihr Geld ist wichtig, dann müssen Sie nicht in die falsche Tasche schmeißen. Sowieso werden Sie vorher Geld mit ihm verlieren, mit der Schulung, und dann Geld auf dem Markt verlieren, weil was er zeigt, funktioniert vermutlich nicht und ist sehr gefährlich. Also die schlechte Nachricht ist, Sie müssen studieren. Man muss studieren und erst studieren und dann üben und handeln. Ihr Geld ist wichtig. Es ist kein Mobilfone hier. Das ist Ihr Konto mit Ihrem Geld und das müssen Sie schützen. Und das zu schützen, müssen Sie Ahnung haben, wie Sie handeln sollen. Und das bekommen Sie nur durch eine richtige Schulung. Wer mir privat geschrieben hat, weiß, dass ich normalerweise die Leute ein bisschen weghalte vom Training. Ich habe keinen ins Training gezogen. Ich bin ein Schüler, ich habe Schulungen und so, aber trotzdem versuche ich immer die Leute wegzulassen, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Und nur, wenn ich wirklich die ganze Wahrheit erzähle, bleiben dann nur die echt motivierte Leute. Die echt motivierte Leute, weiß ich, werden studieren. Und nur jene können hier überleben, weil hier nichts Einfaches gibt. Also, wenn Sie mir privat schreiben und wenn ich das Gefühl habe, dass Sie nicht motiviert sind, werde ich sicher versuchen zu erklären, dass Trading nicht die beste Wahl ist. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Trotzdem suchen immer die Leute noch Traum, einfaches Geld zu verdienen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das war's für diese Woche. Andrea Unger hier. Abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie noch andere oder softe Info bekommen wollen, wenn etwas Neues gibt. Und schreiben Sie bitte in den Kommentaren, ob Sie studiert haben, ob Sie Geld leider verloren haben und eventuell, was Sie, wenn Sie etwas falsch getan haben, was wollten Sie ändern in der Vergangenheit und neu tun, wenn Sie wieder anfangen sollten. Das war's. Ciao von der Runge. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.